Hallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Outlast Whistleblower DLC. Eine neue Runde. Wir sind hier in so einem Cliffhanger stehen geblieben. Ich habe selber noch nichts gemacht, aber ich weiß, der Typ kommt da vorne wieder. I must eat. Oh mein Gott, der ist hinter uns! Lauf! Fuck, ich sitz wieder in der Sackgasse. Aua, aua. Scheiße, ich hätte da drüber gemusst. Ja, und er hat mich. Ich dachte, der kommt von vorne. Da kommt der von hinten. Ist ja langweilig. Okay, alles klar. Er kommt von hinten. Dann laufen wir doch einfach mal durch. Puh. Lauf! Lauf, 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 und ein Jump, und ein Jump, und noch ein Jump, und noch ein Jump, und noch ein Jump! Hä? Nein, es gibt keinen anderen Weg. Lass mich raus! Gott, ey, was hier abgeht. Ah, es gibt einen anderen Weg. Scheiße, kann ich nicht davor schieben? Ist hier irgendwas? Nein. Nur wieder zum Verstecken. Wenn man das so hat, dann sieht das alles wieder ganz anders aus, ne? Als mit der Nachtcam. Und dann sieht man auch sowas. Das sieht man so, sieht das ganz komisch aus. Da sieht man auch mal, dass das Spiel ganz schön aussehen kann. Auch wenn es da vielleicht nicht so wirklich drauf ankommt. Und ich frage mich, was hier wieder auf uns wartet. Ich habe leider einen Spoiler erfahren. Das ist eigentlich ziemlich blöd. Oh nein. Was mache ich hier? Wild auf Knöpfe drücken. Hey. Okay. Hä? Ich kann die alle reinpacken, okay. Aber das bringt mir was. Ha! Oh fuck, hab ich mich geschafft. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Komm schon! Komm schon! Alter, was ist das für ein Pisser? Oh mein Gott! Gott, allein dieser Brüller hat mich mega geschockt gerade. Dass er einfach nur so gebrüllt hat. Was mache ich hier? Ah. Hallo? Puh. Dieses Spiel, ne? Hassliebe, sage ich immer dazu. Man will eigentlich gar nicht sich so die ganze Zeit erschrecken, aber es ist halt so ein mega Adrenalin-Push, ne? Und das ist irgendwie cool. Ich wollte gerade sagen, da ist er ja, aber das ist der eine Typ gewesen. Ich hoffe, dass wir ihm jetzt hier so ein bisschen entkommen. Oh nein.
Gott. Komm, lauf, 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 lauf. Und jetzt? Scheiße. Blödheit siegt. Okay. Kein Problem. Alles klar. Ich gucke mich jetzt erstmal um. Vielleicht kriege ich jetzt nochmal einen Schocker mehr oder so. Aber vielleicht doch einfach nur ein paar Dokumente. Oder auch einfach nichts. Ja, jetzt brüllt er wieder so, ne? Kommt der jetzt eigentlich von da? Was ist da denn eigentlich noch drin? Was habe ich denn da eigentlich gemacht? Wo geht's denn hier noch überall lang? Blöde Lampe. Eine Kapelle? Oh, guck da mal. Finde ich doch noch was. Dokumente. Gott und Familie. Auszug einer Aufnahme von Dr. Bruce Newhouse, Doktor angestellt in Mount Massive, Hospital 58 bis 65. Pfarrer Clark. Es liegt mir fern, einen Mann Gottes zu belügen, also lassen Sie mich sagen, dass ich mein Bestes tun werde, um die Sicherheit Ihrer Arbeitsumstände zu verbessern. Ich und der Rest der Angestellten wissen all die Dinge, die Sie für uns tun, wirklich zu schätzen, und sollten Sie sich von jemand Bestimmten bedroht fühlen, lassen Sie es uns bitte wissen. Wir können dann entweder die chemische Fixierung verstärken, eine Lobotomie durchführen oder eine ähnliche beruhigende Prozedur. Bitte unterschätzen Sie den Wert Ihrer Messen für unsere Patienten nicht. Unsere Patienten benötigen die Kraft und den Halt von Gott und Familie, vor allem wenn man die Tiefe und die notwendigerweise chaotische Natur der Hypnotherapie betrachtet. Nicht alle unsere armen Schäfchen haben eine Familie, an die sie sich wenden können, und somit fällt diese Last und diese Berufung auf sie. Wir alle bauen auf ihren Glauben und ihre harte Arbeit. Diktiert, aber nicht gelesen, Dr. Newhouse, Dr. 20. Mai 1961. Ja. So kann man es dann auch ausdrücken, ne? Exit? Natürlich nicht. Okay. Ja! Diesmal da nicht geschrien. Doch, oh! Ach, du warst das! Oh, lol. Und ich dachte, der wäre jetzt wieder hinter uns, der Typ. Ist ja cool. Muss man natürlich mitbekommen, sowas, ne? Sonst interpretiert man das ja alles total falsch. Ist natürlich die Frage, warum ist er runtergefallen, ne? Aber wir sind ja auch so doof gewesen. Oder ich. Okay. Ich bin gespannt, warum wir diesmal sterben. Er war das gerade eben, der Wallrider. Aber er hat uns leben gelassen. Er hätte uns genauso gut einfach töten können gerade. Ich würde gern wissen, ob es ein Verhaltensmuster gibt, das er verwendet. Ah, nicht weiter nach oben. Ah, okay. Oh. Da liegt eine Batterie. Und da liegen wieder Tote. Oh, man kann wieder so mega schlecht sehen. Und es wird hier ziemlich an Batterien gegeizt. Ein heller Gang, ein dunkler Gang.
Von wo aus werde ich erschrocken? Man erwartet den Dunklen, ich wette, es ist der Helle. Ich gehe einfach den Dunklen. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt gerade auf einmal so drauf bin, aber ich gehe den dunklen Gang. Okay. Das bringt uns eine Batterie. Boah, ist das dunkel. Guckt euch das an. Krass. Puh. Keine Erholungspause für mich hier. Oh nein. Ich weiß, wer es ist. Ich mag den Typen nicht. Er ist genauso nervig wie der vorige Typ. Nur, dass der gruseliger ist. Seiner Kreissäge. Das klingt wie beim Zahnarzt, ey. Das mag ich auch überhaupt gar nicht. Geht's hier weiter? Ja. Ja! 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 Komm schon. Gutes Versteck. Gutes Versteck. Kein gutes Versteck. Nein. Ich mag den nicht. Hab ich das schon erwähnt? Lauf, 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 lauf. Dieser Kacklappen, ey. Ich krieg schon überall wieder Schweißausbrüche bei diesem Spiel. Was hat er gerade gesagt? I can help oder I can heal you? Ist er? Da. Okay. Du geht's nicht weiter, ne? Ne. Ich hoffe, er kommt jetzt nicht nochmal hier rein. Ne. Ist wieder in den anderen Raum. Was? Kommt mir da jetzt gerade einer entgegengerannt? Oder was? Hä? Meine Toilette? Oh mein Gott! Hi, kann ich helfen? Ich mag die Ärzte auch nicht.
unterschiedliche Auswirkungen. Lisa, oder wer auch immer das hier findet, sei dir bewusst, dass Murkoff Monster erschafft. Ich habe die Patienten nie wieder gesehen, nachdem sie die sogenannten Therapien dieses Deutschen durchlaufen haben. Der Antrieb. So viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Sie mögen noch Menschen sein, aber irgendetwas wurde aus ihnen herausgerissen. Und zu viele andere Dinge wurden hineingestoßen. Sie waren nicht alle Mörder. Sie waren krank, aber keine Killer. Murkoff machte sie zu Monstern. Dr. Rosett sagte, der Antrieb habe unterschiedliche Auswirkungen, die unterschiedlichen Resultate zu wechselhaft, als dass man irgendeine Vorhersage machen könnte. Ich dachte, es sei Kantinengeschnatter, Rauls endloses Gerede. Ich hätte zuhören sollen. Oh Gott. Ich lasse euch zwei Hübschen mal wieder alleine. Und bewege mich in den nächsten Raum. Ach, das ist doch wieder perfektes Timing für unseren Wallrider-Auftritt, oder? Okay, da ist verschlossen. Dann geht's hier lang. Eine Batterie. Auch verschlossen. Okay. Jetzt geht das wieder los. Irgendwo ein Loch oder so, wo ich durchlaufen kann. Ah, okay, da. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht was, aber ich will weg. Ich weiß nicht was, aber ich will weg. Hey yo, ich kenn dich. Du warst im Zellenblock B. Alles klar, ey. 237 leuchtet. Okay. Was auch immer das bedeutet. Gehen wir weiter. Da sieht man jetzt einen Schatten durch die Tür. Auch sehr witzig. Zwei, drei, sieben, ne? Ich gehe in die falsche Richtung, ja. Ist nichts. Ich kann hier die Türen öffnen und ich weiß nicht, was dahinter liegt. Boah, ein stockfinsterer Raum. Okay. Ein Doppelzimmer. Oh, wie nett. Okay. Ich bin total angespannt gerade. Ich weiß nicht, beim Zugucken ist das ja nicht so schlimm, ne? Da amüsiert man sich ja mehr darüber, wie dämlich man sich doch erschrecken kann. Aha. Gucken wir uns erstmal noch die anderen. Okay, wir gucken uns nicht noch die anderen Räume an, sondern verschwinden direkt. Frage, in welchem Raum ist er denn jetzt gerade? Das hier ist so eine Überbrückung. Aber ich weiß nicht. Das ist gemein. Hier ist er nicht. Ich bin jetzt hier. Okay.
Der wird rechts von mir sein. Die Frage ist natürlich jetzt, wie weit rechts von mir? Komm, Batterie. Du schaffst es. Nein, nicht Jingle Bells. Das habe ich übrigens wirklich verstanden. Jingle Bells, aber... Oh, fuck. Oh, fuck. Du Stück Kot. Okay, die ist zu. Die ist auf. Oh, es ist etwas heller. Wie nett. Wie nett von euch. Ich weiß noch nicht mal, was da war. Ich habe nur einen Schatten gesehen. Es reicht mir. Danke. Weg. Gott, ey. Speichern bitte, damit ich für heute ausmachen kann. Das wäre nett. Go away. This is my place. Hä? Ah. You gotta get me killed. Fuck off. Verpiss dich. Willst du, dass ich sterbe? Ja, okay, ich gehe ja schon. Ich muss irgendwie das Gas loswerden. Ja, ja, mach mich die Tür wieder zu, du Arschloch. Sei nicht feige, lass mich hinterm Busch. Okay. Speichern. Danke. Okay, es reicht für mich für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet zu einer neuen Folge Let's Play Outlast Wallrider DLC. Nein, doch. Whistleblower, nicht Wallrider DLC ist auch nicht schlecht. Der Whistleblower DLC. Ich kann schon nicht mehr. Danke, tschüss.